Willkommen zurück zu Cave Story. Ich habe mich in der Zwischenzeit ein bisschen umgeguckt und geübt. Und hier steht, willkommen in der Hölle. Da wieder hochzufliegen ist aber ein bisschen anstrengend. Deswegen fange ich einfach nochmal neu an. Also wie man sieht, das hier habe ich gerade ein bisschen drauf. Deutlich besser als die letzten Male noch. Dann habe ich hier rausgefunden, dass man mit dem Feuerball hier ganz gut diese Teile aufsprengen kann und sich die Raketen sparen kann. Und wenn man den Booster pulst, statt ihn durchgehend zu verbrennen, so wie ich das bisher gemacht habe, dann kommt man auch deutlich weiter mit einer Boosterladung. Ja, der einzige Raum, bei dem ich nicht wirklich viel besser geworden bin, ist der hier. Ich finde den einfach sau anstrengend. Und das Problem ist halt, dass hier einfach diese blöden Viecher immer wieder kommen, egal wie oft man sie kaputt macht. Aber normalerweise kriege ich es ganz gut hin, zumindest mit halber oder zumindest mit 20 Lebenspunkten, vielleicht auch nur 10 Lebenspunkten, hier durchzukommen. Das ist ja eigentlich auch alles, was zählt, weil hier habe ich rausgefunden, dass man sich, das habe ich glaube ich in der letzten Folge schon gezeigt, dass man sich hier wunderbar heilen kann. Und das habe ich noch ein bisschen perfektioniert. Nämlich, wenn man hier rüber geht auf den letzten Block dieser Erhebung, dann kommen von da oben 8 Stück runter, 8 Gegner. Und die kann man relativ gut farmen. Und zwar nicht nur für Leben, sondern auch für Erfahrung. Wie zum Beispiel für den Feuerball, der hier gleich auf dieser schrägen Ebene sehr nützlich ist. Hier nämlich. Hier kann man nämlich wunderbar mit Feuerball Dauerfeuer durch und dann mit dem Raketenwerfer einfach zurück, um die ganzen Sachen einzuladen. Ich habe 30 Raketen. Wunderbar. Und wenn man hier von unten dagegen springt, gegen die Plattform da unten, dann kommen die Viecher hier sogar schon runter, ohne dass man sich da in Gefahr begeben müsste. Wow, da bin ich gerade knapp der dem Pfeil ausgewichen. Das war blöd. Die Munition will ich nämlich eigentlich sparen. Für den Endboss. So, und der sollte, genau, mit einem weiteren Schuss weg sein. Und das sind Bomben. Die muss man aktivieren, indem man ihnen genug Schaden zufügt. Und dann haben die einen 5-Sekunden-Timer und explodieren dann. Und hier kann man relativ gut mit dem Feuerball runter. Allerdings ist hier auch wieder das Problem, sobald man ein bisschen weiter geht, kommen hier 8 Gegner von der Decke runtergestürzt. Naja, was heißt Problem? Man kann die wieder wunderbar farmen. Insofern sollen wir das recht sein. Ich habe auch schon den Raketenwerfer gerade fast auf Maximum. Hier sind nochmal 2 Herzen zum Heilen. In der unteren Reihe sind Stacheln, deswegen lasse ich die jetzt hier stehen, die Blöcke. Lustigerweise überleben sie die Explosion von dieser Bombe. Und ich habe jetzt nicht ganz volle Lebensenergie, aber ich hoffe einfach mal, dass das so passt. Jenka hat die Verrücktheit ihres Bruders gesehen und hat ihn deswegen in dieser schwimmenden Insel eingesperrt. Das war allerdings alles, was sie konnte. Selbst in seinem Zustand konnte sie es nicht über sich bringen, ihren eigenen Bruder zu töten. Ah, da
ist ja noch einer. Ich wollte gerade sagen, der Feuerball braucht noch Upgrades, aber ich brauche auch Leben. Und allem voran brauche ich eigentlich nichts, oder? Der ist auf 30 und gemaxt. Der ist ja quasi voll, den Bubbler brauche ich nicht wirklich. Genau, was ich gerne hätte, wäre den. Das volle Leben, genau. Das volle Leben hätte ich gerne. Und nice to have wäre auch Feuerball. Auf Level Max. Allerdings stelle ich mich dafür gerade, glaube ich, ein bisschen zu blöd an. Hier kommt man theoretisch unten durch mit einem Damage Boost. Aber ich würde lieber hier diese Viecher farmen. Und zwar mit dem Nemesis von Curly. Damit ich hier den Feuerball in der Hand behalten kann. Und so wie es aussieht, braucht er gerade nur noch einen Erfahrungspunkt. Voll gut. Ja, das war der eine Erfahrungspunkt, der gefehlt hätte. Egal, da wird es noch mehr geben. Oh, Heilung, sehr schön. Sag ich doch. Ja, und da ist es wieder weg. Ist mal wieder versaut. So, wie komme ich da jetzt an? Ja, so. Na? 37 Lebenspunkte. Ja. Kann man machen. Wie man sieht, ich habe hier tatsächlich geübt. Auch hier kommen wieder diese 8 Gegner hoch. Ich weiß nicht, warum es genau 8 sind. Ist halt so. Na. So, jetzt aber. Ganz viel Heilung. Wow. Ich versau's wieder. Ah, die ist ja schon wieder weg da oben. Sind da noch Gegner? Yep, da ist noch einer. Aber das war's jetzt. Und auch hier war ich schon. Zur Übung. Da hat's aber besser geklappt. Okay, Jenkas Tochter Misery ließ Balos die Dämonenkrone herstellen. Und sie wurde daraufhin verflucht von der Krone und war ab sofort gezwungen, alles zu tun, was der Träger der Dämonenkrone tun will. Wenn die Krone zerstört ist, wird der Fluch von ihr geliftet sein. Genau, aber. Ja, aber, genau, aber. Es gibt ein Aber. Welches das ist, erfährt man hier gerade nicht. Heilung! Und hier oben gibt es das letzte Raketen-Upgrade. Um 24, jetzt habe ich 54 Raketen. Was ziemlich cool ist. Den Feuerball, jetzt brauche ich den eigentlich gar nicht mehr, was ich ab sofort brauche. Da drin ist der erste, also der vorletzte, genauer gesagt, der vorletzte Boss. Was ich brauche, ist hier den Spur. Und hier kommen ständig auf beiden Seiten so kleine Gegnerviecher hoch. Und wenn man sich gut anstellt, dann kann man die sogar farmen für Leben. Um nachher den Endboss mit vollem Leben und voller Erfahrung sogar gegenüberzutreten. Allerdings werde ich das jetzt in der Aufnahme wahrscheinlich eher nicht tun, weil es doch eher etwas zeitaufwendig ist und mal so 10 Minuten dauern kann, bis man sich hier komplett aufgefüllt ist. Vor allem, weil man halt zwischendurch, oder ich zumindest mit meinen nicht ganz perfekten Skills, doch mal wieder Schaden kriege und dann das Ganze entsprechend länger dauert. Ja, hier zum Beispiel. Oder da. Oder da. Was mache ich denn für einen Unsinn?
Ja, und jetzt bin ich voll reingerannt. Ja. Oh. Einen ausgewichen, den anderen rein. Okay, vielleicht sollte ich doch ein bisschen Leben farmen. Weil ich gerade nur noch 12 Lebenspunkte habe. Ich habe zwar den Heiltrank, aber... den würde ich mir doch gerne für während dem Bosskampf aufheben. Ich habe den Bosskampf schon mehrfach versucht und noch kein einziges Mal geschafft. Noch nicht mal annähernd. Ich bin jedes Mal gestorben. So, jetzt gehe ich mal so bis, was weiß ich, 30 Lebenspunkte oder so. Ich habe dazwischen nochmal die Chance, mich zu heilen. Allerdings ist das keine sichere Chance. Es kann auch sein, dass da einfach... es gibt noch ein paar Dinge, die ich zerstören kann, aber da kommen halt nicht garantiert irgendwelche Herzen raus, sondern nur vielleicht. So, oh! Sag mal, scheint da der Gegner einfach direkt da, wo ich stehe, in der Luft. Ah, da schon wieder, voll reingerannt. Das muss der Vorführeffekt sein, weil vorhin beim Üben lief es echt besser. Ja, komm, was soll's. Also ihr seht jetzt, wie es geht. Einfach hier diese Viecher immer schön töten, dem Schaden ausweichen, die Herzen einsammeln und dann ist es prinzipiell machbar, mit voller Lebensenergie zum nächsten Endgegner zu gehen. Das werde ich jetzt auch gleich tun und ich werde aber dann wie bisher in den Second Grounds immer meine unerfolgreichen Versuche rausschneiden und einfach dort das Video weitermachen, wo quasi abschnittsweise. Also jetzt habe ich zum Beispiel den B3-Abschnitt inklusive dem Boss hier geschafft. Das heißt, danach werde ich entweder hier oder direkt beim nächsten Boss, im nächsten Raum, alles bis dahin rausschneiden, alles bis hierher. Und da steht jetzt, selbst wenn die Krone zerstört wird, wird sie wieder ihre Kraft finden, wieder auferstehen, solange wie Balos lebt. Denn so stark ist seine Seele in der Krone. So, das hier ist die Passage. Allerdings ist die Tür Richtung Plantage versperrt. Im Statuenraum sieht man die letzte Statue. Hier ist der Doktor. Die ist mittlerweile fertiggestellt. Letztes Mal hier dieser komische Gegner, der kein Gegner war, dran gearbeitet wohl. Und der Doktor heißt Fukihiko Date. Und da die alle die Krone tragen, nehme ich mal an, dass das die vorherigen Träger der Krone sind. Miyakit, davor Anachponae und davor Haldar. Und das Schöne ist jetzt, dass man diese Teile, diese Statuen, zerstören kann. Und wie der Zufall so will, habe ich hier direkt 12 Lebenspunkte. Und hier noch ein bisschen Erfahrung für den Feuerball, weil der Raketenwerfer ja schon auf Maximum ist. Ja, hier ist dann der Korridor. Bitte töte meinen Meister. Das ist die einzige Möglichkeit, Misery zu befreien. Und die einzige Möglichkeit, eine Wiederholung dieser Tragödie zu verhindern. Der Name meines Meisters ist Balos. Seine magischen Kräfte, ja, drehen gerade durch oder sind durchgedreht und jetzt kann er noch nicht mal sterben. Na, das werden wir ja sehen. Und das hier ist der letzte Raum des Spiels und das da ist der letzte Gegner des Spiels. Willkommen, ich bin Balos. Vor langer Zeit hatte ich wegen der Angst vor weiterer Bestrafung meiner Magie erlaubt, ja,
frei zu tun, was sie will oder durchzudrehen. Und die Magie wurde so stark, dass selbst die Hände ihres Meisters, also ich, sie nicht kontrollieren konnte. Also er war das. Nicht ich, der Spieler, sondern er. Ja, dann ging es weiter. Er konnte die Magie nicht kontrollieren. Und die Magie hat dann seine Geliebten getötet, seine Kinder, seine Frau. Die schrien vor Schmerzen über den Flammen. Aber er konnte nicht wegschauen, also hat er einfach hingeguckt und gelacht. Jenker hat ihn weggesperrt, aber die Magie dreht jetzt noch durch und ist jetzt noch wild. Er hat lange, lange gewartet für den einen, der endlich seine Magie beherrschen wird oder, ja, bremsen wird oder einbremsen wird. Und jetzt soll ich ihn töten oder mich töten. Diese Knochen, ich vergesse sie immer wieder. Hey! So haben wir nicht gewettet. Diese blöden Blitze. Erinnert mich so ein bisschen an Ganon aus Zelda. Wenn er so hochfliegt und die Blitze macht. Und da habe ich ihn. Naja. Oder so. Was? Warum konnte ich da nicht ausweichen? Und hier muss ich jetzt seine Augen trennen. Was ich gerade voll gut hinkriege. Nicht. Dann auch wieder diesen blöden Knochen ausweichen, aber eben auch nicht. Wunderbar. Aber eben auch nicht unter ihn gelangen. Weil er dann 16 Schaden macht. Ah. Die Knochen machen nur 4 Schaden. Das ist ein bisschen halb. Kleinen Trick. Ich weiß aber nicht, ob ich den jetzt hinkriege. Man kann sich nämlich hier aufstellen. auf ihn, so direkt rechts unterhalb seines Auges. Das ist eine Plattform, die keinen Schaden macht. Ich bekomme irgendwie keinen Schaden, wenn ich ihn berühre. Ich bekomme nur Schaden, wenn ich die Biester da oben berühre. So, diese grünen Gegner. Aber immerhin gelegentlich so ein bisschen Heilung verlieren. Oh, kann man komplett oben drauf kriegen. Aber ich bin leider gleich tot. Sag ich doch. Wow! Nein! Yay, ich habe noch 7 Lebenspunkte. Und da bin ich tot. Ja, das war's erstmal wieder für diese Aufnahme. Und beim nächsten Mal geht's dann direkt bei Ballos weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und das nächste Mal ist dann die letzte Folge dieser Bosskampf. Und zwar ausschließlich dieser Bosskampf. Wahrscheinlich mehr als einmal. Bis dahin.